was publiziert wurde, was gelesen wurde. Heute ist es so, dass ich aus meiner Sicht mit dem Beginn der Zeit Berlusconi ein bestimmtes Stereotyp sich entwickelt hat, der die italienische Politik per se nicht so ernst genommen wurde. Die Entwicklung von Movimento Cinque Stelle beispielsweise wurde anfangs noch einigermaßen interessiert verfolgt. Es gab in Deutschland die Piratenpartei, man hat versucht, es ungefähr synonym zu setzen. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Man konnte schon gar nicht mehr nachverfolgen, warum die plötzlich so viel erfolgreicher wurden als die Piratenpartei, die sehr schnell wieder verschwunden ist oder sich in irrelevanten Größen bewegt. Die derzeitige Koalition ist aus, glaube ich, deutscher Sicht von vielen nicht nachvollziehbar. Aus meiner persönlichen Sicht ist, aber darüber werden wir sicherlich reden, nicht nachvollziehbar, wieso der Movimento Cinque Stelle, wie sie sich in europapolitischen Fragen positionieren, inwiefern eine Koalition mit der Lega Nord attraktiv ist. Also ich sehe natürlich die sozusagen prozentualen Verhältnisse und Möglichkeiten, die es gibt, aber dennoch würde mich das sehr interessieren, wie man sich dazu verhält und dazu Stellung bezieht, wie man sich damit fühlt vielleicht auch. Sozusagen das Bild, was man abgesehen von Berlusconi, der ja sehr lange einfach das politische Bild beherrscht hat, was man in Deutschland hatte, ist sicherlich noch in Kombination zu sehen mit den Regierungen, die alle verhältnismäßig schnell sich dann doch auch wieder trennen. Es gibt viele neue Wahlen, es gibt viele Umbrüche. Es gibt immer noch ein starkes Ungleichgewicht zwischen Nord- und Süditalien, was aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit Ost und West. Die Wiedervereinigung liegt jetzt auch ein Vierteljahrhundert zurück, so richtig klappt es nicht. Es gibt Probleme, die nicht richtig angegangen werden, Probleme, die sich vergrößern, aber das Nord-Süd-Gefälle, wir haben kurz von Ramsche geredet, darüber schrieb er auch schon, das ist dann doch noch mehr als ein Vierteljahrhundert her. All solche Fragen sind, glaube ich, für uns mit einem großen Fragezeichen versehen.